Ich werde mich noch früh genug durch die Geht kämpfen müssen. Es sind nicht die Geht. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Oh. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Geht hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geht überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geht-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geht überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geht. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Schön. Viel Glück mit diesem Feld. Okay. Oh, guck mal, geht. Oder Fallen. Guck mal, Fallen sind. Falsche Waffe. Geht schon wieder los. Der erste ist schon wieder tot. Sterbt, ihr Fallen. Flieht, ihr Fallen. Irgend sowas. Nochmal die dritte. War auch ganz gut. Ihr macht halt nur Schaden. Okay. Ja! Auf den Gegner zu rennen, ist immer eine gute Idee. Das sieht auf jeden Fall nicht kommen. Ey, wir werden nicht mal mit 5 Fallen fertig, ne? Da fallen meine Kumpels hier schon um. Aber jetzt wollen wir uns hier durch die Geht kämpfen. Ich bin begeistert. Wo ist sie hier weiter? Es ist doch schon ein bisschen spät für mich heute. Ich werde gerade etwas müde. Es ist jetzt 11. Ich bin eine alte Frau. Ich muss früh ins Bett, wisst ihr? Geht's irgendwie weiter. Aber eine verschlossene Tür hat sie irgendwas gesagt. Komm mal jetzt. Nimm mal eine vernünftige Waffe. Mach keine Ahnung. Ist die Shotgun? Ja, die kleine finde ich eigentlich. Die kleine und die Sniper, die gefallen mir. Und das ist wohl die verschlossene Tür, um die es vorher ging. Und wieso regeneriert sich jetzt nur Vrex und Tali nicht? Und wir auch, aber Tali 0. Ist das dieses Bio? Wartet mal. Das kann ich jetzt hier nicht sehen. Aber irgendwie... Die hat die Waffe, die sie nicht trainiert hat. Toll. Dieses Biotik. Ist das das, was Gesundheit regeneriert? Wir sind auch schon 10.000 Level aufgestiegen, Freunde. Wo können wir endlich Skillpunkte verteilen? Wartet mal, ich speichere mal und benutze mal alle anderen Tasten. Ist die Karte? B, V, C, X, Y, Q. Ja. R, T, Z, U. Aha! Wusste ich doch, dass da was war. 11 Punkte. Oh Gott. Robby hat mir erzählt, was ich skillen muss. Ich hab's wieder vergessen. Das ist ganz toll, ne? Spectre-Training. Haben Zugang zu einer Spezialausbildung. Verbesserte Gesundheit, Präzision und die Effizienz aller Angriffe und Kräfte. Das klingt ziemlich heftig. Einigkeit. Squad-Mitglieder können sofort geheilt werden und wieder kämpfen, falls sie im Kampf... Cool. Einigkeit. So. Achso, das sind immer diese Haken da. Okay. Dann hätte ich gerne noch... Was ist denn... Wieso kann ich das nicht? Ja, wartet mal. Präzisionsgewehr freigeschaltet. Geht doch. Wuhu. Erhöht den Schaden beim nächsten Schuss mit dem Präzisionsgewehr. Das ist Attentat. Okay, 3. Erweiterter Schütze. Verbessert die Parameter, Dauer und Schaden dieser Fähigkeit. Jetzt wird es sehr langsam. Panzerung habe ich jetzt nicht, aber egal. War das jetzt? Wir sind ein bisschen abtrünnig übrigens. War es das jetzt oder muss ich nicht speichern? Okay. Blutbad. Ja, bei denen skill ich einfach irgendwas. Ach, die skillen automatisch. Super. Erste Hilfe. Ach, die heilt uns. Cool. Danke. Nur sich selber kann sie scheinbar nicht heilen.
Wieso läufst du jetzt so blöde langsam? Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Wo habe ich jetzt drauf gedrückt, dass die so langsam läuft? Y. Okay, Y. Und was will der jetzt? Blöde Maschine? Was? Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ah, das ist so ein Lied. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Ey, noch so ein Bitte Dicker! Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Ah, das ist voll der Obelix! Sie sitzt, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Vorsicht! Was? Wieso tut der uns was? Mann! Ich dachte, der kroganische Kommando ist freundlich. Oh Manu. Scheinbar ein Boss oder so. So ist sowas in der Art, weil der ganz allein ist, meine ich. Das ist die Tür, genau. Da haben wir gerade gequicksaved. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Okay. Ist da was? Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Ja, ja. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, bitte oder kontaktieren ich... Blöd! Ich muss gleich jemanden umbringen. Weg da! Das ist mein Platz! Du Sackgesicht! Er sitzt auf meinem Platz! Ach so. Kali ist auch schon wieder tot. Alter, hat's der drauf. Der haut einmal zu und dann war's das. Aber besonders schwer ist er, glaube ich, nicht. So. Jetzt saß er einfach auf unserem Platz. Frechheit. Geht doch nicht. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl... Bitte. Kali, geh da weg! Alles klar. Ich schieß einfach mal. Warte mal. Sackgesicht. Sichert und geladen. Alter, was ist mit dem los? Der Huan hittet uns dauernd. Eieieiei. Wir stehen immer mit dem Hintern. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl bitte. Ich muss gleich jemand umbringen. Hier ist doch auch ein schöner Platz. Huch! Vorsicht! Warten! Du bist dran? Okay. Ach, man kann immer nur eins machen. Okay. Und das Schild ist noch komplett oben. Also noch kann eigentlich nicht viel passieren. Wow! Der hat jetzt gerade den Rex gewone-hitted. Also. Hey, aufstehen! Pfeif im Kopf. Mann. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Okay. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Wainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Torianer. Wer war das jetzt wieder? Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv.
Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Alter! Warum haben sie sich so merkwürdig verhalten? Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker! Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten okay. Auf Standby-Modus. Tschüss. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns. Und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns im Hawking-Eta-Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Mhm. Was ist ein Cluster? Ich hatte mal Frühstücksflocken, die Clusters hießen. Ansonsten kenne ich das Wort überhaupt nicht. Oh, ihr lebt ja noch! Hab ich kaputt. Die Gate benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Ich finde ihre Undock-Methoden gar nicht schlecht. Aber wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gates sind ziemlich gründlich. Was ist das für ein Ort? Scheint fast, als hätten sich die Gate eine Art Kirche gebaut. Voll weggefahren. Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Hm. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Wir sind ein bisschen verkohlt. Was ist das für ein Ort? Scheint fast, als hätten sich die Gate eine Art Kirche gebaut. Bei den Gate verschwimmen Jungs, die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Hm. Jeder würde gerne an irgendetwas glauben. Auf in den Boden! Oh oh, haben wir gespeichert? Aber habe ich wohl falsch geschworen. Der war ja noch da, genau. Was ist das für ein Kriechelaser? Er kriecht da vor sich hin. Ah. Vorbei. Schluss mit lustig. Ich speichere jetzt nach jedem Kampf. Kann schon mal nicht schief gehen. Wird schon noch, Freunde. Wird schon noch. Vorsicht! Ich schieß euch die Füße weg. Ey! Zu nichts nutze! Ich schieß aber jetzt immer auf die Knie. Weil mit dem Pfeil im Knie geht gar nichts mehr, wisst ihr ja.
Willkommen zurück, Freunde, zum Mass Effect. Wenn ich mich recht erinnere, es ist jetzt 2 Tage her, hatten wir hier ein kleines Problem mit den Gegnern. Mal schauen, ob es heute besser läuft. Eieiei. Sieht irgendwie nicht danach aus. Heilen sich auch wie die Bekloppten, ne? Also sie scheinen uns hier runter nicht zu folgen, das können wir auf jeden Fall nutzen. Ist vielleicht nicht ganz fair, aber... Die sind ja auch nicht fair. Allein die uns hier gut haben. Entsichert und geladen. Geht wie immer nicht. Nur ein bisschen Bug-Using. Heilen sich immer, wenn die umkippen. So, jetzt ist aber mal gut hier. F9. Uff, das ist unserer. Okay. Was haben wir denn hier? Dechiffrierung zu gering. Okay. Ist in Ordnung. Also die Tali heilt den Rex. Das gefällt mir schon mal gut. Jetzt bräuchten wir oder auch der Rex noch das gleiche, damit wir die Tali noch heilen. Das wäre super. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wir wollen das Schild ausschalten, aber wir bewegen uns ein wenig im Kreis, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. War hier nicht der Krogana oder wie heißen sie? Der Dicke. Auch zu gering. Sag mal. Was ist denn los da? Okay, wie es aussieht, müssen wir die Chiffrierung skillen. Aber ich habe noch nicht mal unsere Rüstung geskillt. Naja, so mal gucken. Wir haben keinen Punkt gerade, glaube ich. Erhaltene Gegenstände. Moment. Ich finde es gleich, da ist es. Doch, wir haben 11 Punkte. Haben wir immer noch 11 Punkte? Hä? Schaut mal, die Skillung vom letzten Mal wurde nicht gespeichert. Was soll denn das? Was? 3, 1, 2, 3. Wieso? Ist ja auch egal. Ach, weil wir es nicht gespeichert haben. Die muss man bestimmt irgendwo speichern. Juhu. Rückgängig machen? Hallo? Zurück. Welcher Knopf war es jetzt? Nee. Das ist komisch. Dann sind wir vielleicht
Bin ich vielleicht im Anschluss verreckt und deshalb wurde es nicht gespeichert? Ihr zwei seid auch die schlauesten NPCs, die ich je gesehen habe. Schaut euch die beiden mal an, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum schleichst du so, Mädchen? Chill mal. Ach so, ich habe wieder Y gedrückt. Dann ist sie super langsam. So, jetzt können wir überbrücken. Die Testproben hätten von 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind. Wir können den Proben entkommen. Und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nordakrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Krux wer? Egal. Irgendwo war noch so ein Deshi-Kumpel. Da gehen wir jetzt eben nochmal hin, weil hier scheint's. Ah doch, da geht's weiter. Aber das muss man jetzt schon eben machen. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Weil Natur. Geht doch. So habe ich mir das gewünscht. Das waren die einzigen beiden, ne? Ja, genau. So. Fehlgeschlagen. Wir haben Skillpunkte verteilt. Da kann man nicht speichern. Das geht nicht. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. So wie eben. Aha. Oh, das ist wieder so ein Verwüster. Den habe ich ja... Die habe ich ja gefressen, die Viecher. Der Springer. Der war eben so ein Hüpfer. So ein Hüpfer-Springer-Dings. Wir speichern. Füße weggeschossen. Schaut! Er wirft schon wieder mit unfairem Zeug um sich. Der Herr Dr. Verwüster. Moment. Es ist. Wie schießt ihr die Füße weg? Geht nicht. Doch, geht. Der ist aber schön umgefallen. Sehen Sie hier, Commander Shepard. Was? Irgendeine Quarantänestation. Kein Arsenal von Waffen. Aber wenn wir nur einen Greifer abreißen, ist das Schiff weg. Ach, der ist schon tot. Ja, der ist tot. Speichern? Oh, danke. Okay. Lag wohl letztes Mal doch an meiner Müdigkeit, weil ich bin eine Weile echt nicht weitergekommen. Aber jetzt läuft's ja wieder ganz gut. Universalgel. So ein beklopptes Wort eigentlich, ne? Ups, Entschuldigung. Alter, Fertigkeit zu gering. Was denn? Oh, ist doch scheiße. Jetzt haben wir es gerade geskillt. Dass wir hier nichts Wichtiges versäumen. Private Login-Einträge von Dr. Gamorley. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in das Madhano-System geliefert werden sollten. Gemäß meiner Aufzeichnungen ist da draußen nichts Interessantes.
Sie haben in der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Oder der Kopf. Notabschaltung. Okay. Nee. Naja, gleich mal ein bisschen gucken, ob wir was Nützliches gefunden haben. Was ist denn diese Nottür? Ist das hier unten? Wir haben jetzt irgendwas geschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist wieder rückgängig. Ah, ist das vielleicht ein Rätsel? Wartet mal. Aha. Es ist irgendwas Rätseliges. Also die zwei machen am meisten Druck. Wie soll das gehen? Die drei kriegen wir an, aber mehr nicht. Ah! Was? Wo ist das Ding? Also ich glaube, war das jetzt richtig? Nee, die sind wieder grau. Hä? Nee. Jetzt braucht die auf einmal viel mehr. Seltsam. Sesam. I don't check this Rätsel. Ich weiß nicht mal, wo die Tür ist, um die es geht. Da ist irgendwie so ein Knubbel davor. Ich hab keinen Plan. Nix, null, nada. Die hier braucht auch sack viel, die mittlere. Also wir müssen auf zwischen diese zwei Pfeile kommen. Jetzt habe ich es kapiert. Denn in dem Text steht ja, dass die Notabschaltung zwischen irgendwie 31 und 34 dann eskaliert oder so ähnlich. Achtung, Hochdruck. Jetzt müssen wir es haben, oder? Ah. Ah. Jetzt habe ich es kapiert. Das war Sinn der Sache. Der Käfer runtergefallen. Armer Käfer. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geld umlegen und das Ganze mit einem Riesencrash krönen. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander, reden Sie mit mir! Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander.
Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Wir gehen, aber vorher sollten wir den Ort von diesen verdammten Synthetischen befreien. Okay. Stimmt die Richtung? Wir müssen jetzt ja durch diese blauen Türen, ne? Die vorher noch blau waren. Also müssten wir eigentlich hier lang müssen dürfen sollen. Jetzt weiß ich auch, warum wir letztes Mal so Probleme hatten. Wenn das die Skillung nicht angenommen hat, beziehungsweise eben die Skillung wieder gelöscht wurde, ist das kein Wunder, dass wir zu wenig Schaden gemacht haben und an sich, dass ich einfach ständig krepiert bin. Na also! Hallo! Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Turianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Turianer finde. Der Turianer ist unter Sus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Aber was wollen die Geth von dem Turianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Okay. Tagebuch vorbildlich, na also. So, hier waren wir schon. Genau, hier war die zweite blaue Sicherheitstür. Muss dann die hier sein. Nein, hier war das Viech. Der große... Weiß auch nicht. So ein Gehtier. So ein Gehtier. Gehtier. Ha! Wo war denn die zweite blaue Tür, Mensch? Von da kamen wir. Da war unser lustiges Fahrzeug. Was sind das eigentlich für tolle Lampen, die da haben? Sieht aus wie in einem OP. Nee, hier waren wir auch schon. Zurück wäre dann hier lang. Wo ist denn die Tante? Sieht man die gar nicht. Ist keine Kriegerin, die wird ausgeblendet. Hier ist das kranke Teil. Da kommen wir ja nicht mal mehr hoch. Iwui, wissen, wo es lang geht. Karte. Wir sind hier. Okay. Exogeny. Obere Ebene. Obere Ebene. Müllgruppe. Ich habe doch keine Ahnung. Zielort ist ein Fädchen. Also, zeig uns den Zielort. Irgendwie haben wir keinen Zielort. Gut, dass wir keinen Zielort haben. Gehen wir mal in die obere Ebene geradeaus. Nee, mach das weg. Sportmitglied, Plot, Mineral. Alter. Ich will doch bloß wissen, wo es lang geht. Da ist das Fähnchen. Wie
glaube ich, dass wir hier falsch sind. Ah, doch nicht. Aber wir müssen auf der anderen Seite in die obere Ebene, glaube ich. Jetzt lassen wir schnell schauen. Oh, können wir nochmal Deshi? Ist vielleicht ganz gut. Ansonsten ist hier aber nichts. So. So eine Art Verwundetenlager, da waren Peritschen. Also der zweite Weg zur oberen Ebene, den habe ich gerade gesehen. Der ist hier. Okay, das müsste eigentlich der Punkt sein, an dem wir jetzt erwartet werden. Ah, da kommen wir doch her. Vielleicht haben wir jetzt nur die Ärztin abgeholt, ich kapiere es nicht. Wird schon stimmen. Deshi? So, hier waren wir eben schon. Aber hier ist auch unser Questpunkt. Ja, da drüben. Es ist immer noch die Sicherheitstür anmarkiert. Hä? Die ist doch längst erledigt. Die olle Tür. Nee. Das ist was anderes. Das ist schon die Tür des X. Och man! Ich kotz gleich. Ja, wo ich heim? Ich will in mein Bett. Hallo. Wo geht's hier raus? Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Nur so ein bisschen raus. Vielleicht. Ah, vielleicht müssen wir in diesen. Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ihr wisst doch, wo dieses seht. Da dieses komische Licht angebetet haben. Vielleicht sind da die Tentakel jetzt weg. Ich glaube es zwar eigentlich nicht, weil das hätte ich gesehen, aber vielleicht habe ich es auch nicht gesehen. Oder gibt es irgendeinen Knopf vor allem, irgendeinen Knopf für zurück zur Normandie? Wartet mal, da war doch was an diesem Fahrzeug. Konnte man doch eingeben, zurück zur Normandie. Vielleicht so. Also, hier geht nichts. Was ist das für ein Ort? Scheint fast, als hätten sich die Geth eine Art Kirche gebaut. Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es... Ja. Es ist nicht verwunderlich, dass sie Götter anbeten, ich weiß. Also, hier war das blaue Schild, das uns nicht durchgelassen hat. Das heißt... Die Chance, dass wir zurück zum Auto müssen, ist relativ hoch. Können wir uns nicht einfach da raus teleportieren, sag mal? Wir sind hier im 5000. Jahrhundert, 50.000. Jahrhundert und können nicht mal teleportieren. Oder beamen oder was auch immer. Marco. Ich glaube jetzt immer richtig. Irgendwo... Hä? Da gab es irgendwo einen Knopf zurück zu Normandie. Nein, zur Steinsteigen. Ich teste mal durch. V, C, X, Y drücke ich nicht. F, B, H, J, M, E, K, L, U, E, U, K, U, W. Codex, nö. Alles nehmen. Wieder zwei Punkte. Z, T, R, sind wir durch. E. Tja. Okay, also wir können schon mal zurück ein Stück. Ein Stück zurück. Oh oh! Ich war knapp. Turbo geben. Nein, ich will nicht zielen. Mach das weg. Oh Gott. Turbo haben wir nicht, aber Hüpfung können wir. Irgendjemand. Hört mich irgendjemand?
Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hem! Das Auto ärgert mich. So, doch. Hab's nicht so mit Tiefgaragen. Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Ferros. Das ist meine Mutter! Stopp! Wer? Halten Sie an! Was ist denn jetzt los? Muss ich dir jetzt hinterher? Mit Sicherheit. Freunde, die nervt. Komm, pack Mutti ein und dann los. Was ist? Was machst denn du da? Hallo. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Was wollen Sie diesen Leuten antun? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Oh, 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 oh. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ah, geil. Sie wird auch keiner vermissen.